aus die Maus, zumindest mal für die Bären, man muss schon fast sagen, aus der Bär. Denn tatsächlich, nachdem es gestern, ich habe die Zeichnung extra nochmal drin gelassen, ja, sehr, sehr zügig nach unten gegangen ist. 1, 2, 3, 4, 5, so sah es ein bisschen aus. Wenn es korrektiv nach oben gelaufen wäre, in unsere Lieblingszone, ich male sie hier mal ein, einfach so für dieses Grundverständnis, damit man so ein bisschen das Gefühl für den Markt kriegt. Da irgendwo hin, ein bisschen weiter, langsamer, also rechts von dieser Spiegellinie und in die typischen Fibonacci-Zonen. Das wäre, je nachdem, wo das Tief ist, das ist nicht jetzt ganz exakt, weil das war hier noch eine Schätzung, wo es vielleicht das Tief dann nachher noch gibt. Aber dann wäre alles perfekt gewesen für den bärischen Markt. Also korrektiv in diese Zone rein, wäre ein Träumchen gewesen. Aber das Ganze ist heute schon konterkariert worden, denn der Markt hat heute schon ziemlich tapfer aufgemacht. Wir sehen das hier, eine sehr zügige Bewegung nach oben, also schneller kann es nicht gehen als ein Gap. Und den Tag über hier war das auch mehr oder weniger bis jetzt zumindest mal von einer Aufwärtsrichtung geprägt, wenn auch der Druck nach oben ein bisschen nachgelassen hat. Also die Bären sind noch nicht wirklich am Drücker. Das, was wir hier gesehen haben, was viele dazu veranlasst hat zu sagen, sieht das vielleicht nach einer ziemlich heiklen Sache aus, dass es möglicherweise sehr, sehr gefährlich wird auf der bärischen Seite. Ich hatte ja schon hin und wieder mal erwähnt, ich kann mir auch Kurse im vierstelligen Bereich beim DAX wieder vorstellen. Ist zumindest mal aktuell und sowieso nicht auf diesen Zeitebenen in irgendeiner Form vertretbar. Also, bullish sieht es insgesamt aus. Wollen wir mal gucken, was die Amerikaner machen, denn da sehen wir sogar noch aus meiner Sicht viel mehr. Zum Beispiel mit Blick auf den amerikanischen Blue-Chip-Markt, den Dow Jones hier, in dem Fall den Future. Dann sehen wir im Stundenchart beispielsweise, oder auch wenn wir hier so ein bisschen gucken, im 5-Minuten-Chart, dass wir hier so halbwegs zügig ja auch noch nach oben gegangen sind. Ich wechsle mal parallel, einfach um das Vergleichsbild zu haben, auf den S&P 500 Future, in dem Fall den E-Mini Future. Und dann sehen wir grundsätzlich ein ähnliches Bild und ich male das mal mit dem Stift ab in etwa 1, 2, 3, 4, 5. So ungefähr sah das bisher aus. Ich mache es nochmal weg, lieber den nackigen Chart angucken, der ist vielleicht schöner. Aber wir sehen, es ist fünffällig nach oben. Auch hier gilt, ähnlich wie beim DAX, die bärische Seite nicht jetzt hyperventilieren und gleich sagen, geil, das gibt ja jetzt hier was weiß ich was für einen Run. Das alleine sagt noch nicht genug aus. Aber es gibt uns eine Indikation, dass im Moment die Bullen immer noch da sind. Und genauso wie wir das beim DAX eben auf der bärischen Seite hätten haben können oder im Auge behalten sollen, so ungefähr, gilt es jetzt hier zu gucken, wie jetzt die Abwärtsseite ist. Und das wird die spannende Frage sein. Typische Rücksetzerniveaus, machen wir das Gleiche, was wir eben beim DAX hatten, nur umgekehrt. Der Anstieg, wenn der retraced, gerne in diese Zone. Jetzt gucken wir nochmal nach der Geschwindigkeit. Sollte also auf jeden Fall nicht schneller korrigieren, als nachher die eigentliche Richtung war. Solange wir rechts von dieser Linie bleiben, also jetzt nicht die Tiefs hier unterhalb der Linie haben, idealerweise ruhig noch ein bisschen mehr und vielleicht noch ein bisschen strukturierter. Das heißt, dass der Kurs irgendwie sowas in der Richtung, irgendwie so, keine Ahnung, aber ein bisschen noch, nicht nur wie eine Linie ist. Im Moment sieht das zumindest mal auf Stunde noch ziemlich homogen aus, was wir hier sehen. Also zwar so ein bisschen so ein Bogen, aber trotz alledem mehr Dreiwelligkeit, als das hier vielleicht zu sehen ist, wäre vielleicht ganz angemessen. Dann, wenn wir das tatsächlich bekommen, ich mache mal noch so mein Musterbeispiel, vielleicht haben wir jetzt hier das, dann kriegen wir noch so eine ABC, dann können die Aktiven unter uns nachmittags nochmal hier die Shortseite mitnehmen, bis heute Abend irgendwann vielleicht, und dann gegebenenfalls anschließend die Aufwärtsrichtung wieder feiern, wenn wir dann die Zwischenhochs reißen. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist natürlich jetzt ein bisschen klein, aber sind Ideen, die wir ja auch im Trade des Tages immer verwirklichen und wir mag natürlich auch im Trade to go dann immer wieder auch mal anbringen, wenn es dann soweit ist, das ist noch ein bisschen Vorbereitung, per WhatsApp oder Telegram dann auf Ihr Handy schicken, wenn Sie da Spaß dran haben, Trade to go ebenfalls nochmal anklicken. Da gibt es dann auch viele Tricks, worauf man achten sollte beim Traden, in der Hoffnung, dass da das ein oder andere Dienliche mit dabei ist. Also die grundsätzliche Ausrichtung sehr positiv jetzt für heute Nachmittag. Wird man sehen müssen. Ich würde eher sagen mal, Nachmittag bis Abend ist die Abwärtsseite die wohl vorherrschende. Soll uns als Händler nicht stören, gehen wir halt mal zwischendurch short. Die Möglichkeiten gibt es ja auf jeden Fall auch. Schauen wir noch mal so ein bisschen auf das, was die Währung im Moment machen. Da hatten wir ja unlängst angedeutet, dass die Abwärtsseite noch weiter en vogue ist und das scheint sich ja hier tatsächlich zu bestätigen. 1, 2, 3, 4, 5, dann ging es ja ABC hoch und jetzt möglicherweise abermals 1, 2, 3, 4, 5 und damit vielleicht schon zu Ende. Also jetzt noch short zu gehen in diesen übergeordneten Bildern ist vielleicht ein bisschen zu spät.
Da würde ich dann höchstens auf der ganz kleinen Ebene gucken, ob wir nochmal hoch wackeln, um dann nochmal quasi einen letzten Bewegungsarm nach unten mitzunehmen. Das wäre sicherlich nachvollziehbar. Allerdings insgesamt würde ich da mal aufpassen, ob der nicht dann irgendwann nach so diesen Kursmustern erstmal wieder eine größere Korrektur, die kann man dann wieder shorten, oder aber einen tollen dynamischen Anstieg macht, den man dann wieder umgekehrt dann nutzen kann. Also insofern ist das ein Markt, der mit Sicherheit nochmal spannend wird, aber im Moment noch diese Warteschleife fahren muss. Was kriegen wir? Wackelig hoch, dynamisch hoch, und dann können wir da sehen, das ist jetzt mehr sowas fürs Augentraining, wer es nachträglich nochmal sehen will, hey, klasse, Schub, fünfwellig runter, ABC hoch, in die Bereiche oberhalb der 38-20er Marke und so weiter. Der Rest ist hier ja schon wieder Geschichte. Ansonsten gucken wir kurz nochmal auf die Datenlage für heute. Da ist natürlich das meiste schon gegessen, die Messe gelesen, wie man so schön sagt. Service PMI ist besser ausgefallen als erwartet, auf jeden Fall solide über der 50er-Marke. Er wurde zwar besser erwartet mit 52,9, ist aber mit 53,2 deutlich besser. Also insofern ist das erstmal kein Druck für den Markt. Dass der Markt dann heute runtergeht, ist nicht unbedingt jetzt der Sache geschuldet, sondern es ist einfach aus meiner Sicht eine eher technische Reaktion, die wir da zu erwarten haben. Ja, ansonsten heute im Laufe des Abends aus meiner Sicht keine wirklich wichtigen Termine, sind auch keine mehr hier markiert in dem Sinne. Es kann natürlich immer was passieren. Wir wissen, da reicht eine Nachricht am Nachmittag oder am Abend, um den Markt nochmal komplett zu drehen. Die Ausrichtung, die Tendenz allerdings, die ist auf jeden Fall nach oben gerichtet. In diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende. Nicht vergessen, Trade des Tages bzw. Trade to go sich angucken. Es ist kostenfrei, es wird gesponsert. Einfach mitnehmen, angucken, und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann einfach wieder ausschalten. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße.